das Leben. Christ ist erstanden von den Toten. Im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Christ ist erstanden von den Toten. Im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Ja, willkommen zum nächsten Video, meine lieben Freunde. Ich hatte erst kürzlich überlegt, nachdem ich das Mittwochsvideo nicht ausstrahlen konnte, also in den Äther senden durfte, überlegte ich erst, veröffentlichst du jetzt hier irgendwo dazu einen Beitrag? Und weil diese Planung und diese Ankündigung, samstags und mittwochs ein Video zu bringen, nicht funktioniert hat, und ich hatte ja, wer es genau gelesen hat, diese Botschaft damals, hatte ich ja wohlwissend auch geschrieben, dass ich das versuche, ne? Dass es natürlich nicht immer funktionieren wird, dass es sollte doch eigentlich jedem klar sein, zumindest ist denjenigen, der mit uns verbunden ist, ne, und unsere Wege kennt, dass das immer nicht in dieser Matrix, in diesem System funktionieren kann. Denn umso mehr wir senden, umso stärkeren Gegenwind bekommen wir auch, ne? Und da hatte ich erst überlegt, sendest du jetzt irgendwas, tust du das, oder nee, ich habe mir denn das doch so gesagt, nee, warum, ne? Denn ich hatte erst kürzlich so einen von jemand, den ich sehr mag, so ein Satz vernommen, der mich jetzt seit Tagen auch immer wieder prägt, beziehungsweise auch immer wieder so zum Nachdenken anregt und mir auch sagt, dass ich in vorangegangenen Tagen da auch nie falsch lag, weil ich hatte mal mit jemand einen Disput, wo ich, ja, es war ein mir sehr netter, wohlwollender Menschen, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, aber ich hatte mich in diesen Menschen sehr getäuscht. Und da hatten wir auch immer so diese Diskussion. Er war immer so am Planen und es muss alles nach Plan laufen. Und er wollte irgendetwas kaufen und das musste alles nach Plan erfolgen. Und ich versuchte ihm immer zu sagen, egal was wir planen, sicherlich kann man irgendwo im gewissen Sinne seinen Erfolg planen oder wie auch immer, aber dann ist man im System. Der größte Erfolg, den wir jetzt hier auf Erden schon haben oder der wir sind, das sind wir. Wir. Dass wir hier mit unserer Seele, mit unserem Leben, mit unserem Körper dabei sein dürfen und uns in diesem Spielfeld bewegen können und dürfen. Und das ist schon Erfolg genug. Und das sollte uns immer ein Leitsatz sein. Und jedenfalls derjenige, der mir sehr, sehr nahe ist und den ich auch sehr mag, hat diesen Satz kürzlich erst geprägt oder zu mir auch gesagt. Die Menschen planen oder der Mensch plant und Gott lacht. Und aus diesem Grund habe ich mir gesagt, nee, da muss jetzt kein Beitrag zu machen. Menschen, die mit uns verbunden sind, die mit uns energetisch verbunden sind, die können sich durchaus schon denken, was ist, dass einfach die Zeit nicht jetzt da ist für ein Video. Das ist dann einfach so. Weil wir in einem energetischen Fluss sind, in einer uns umspannt ein riesiges Netz, was wir gerade dabei sind zu durchschneiden, damit wir uns wieder entfalten können, damit wir unsere Flügel ausbreiten können. Und da gibt es einfach Dinge im Leben und in dem jeweiligen Schicksalsfahren, da funktioniert es dann halt nicht, dann ist es halt so.
Und wer denkt, dass ich hier einen Programmablauf habe oder dass er sich hier wie in einem GEZ-Programm jeden Samstag, jeden Sonntag und jeden Mittwoch nach hinten lehnen kann und dieses Programm genießen kann, der ist hier falsch. Der ist hier eindeutig falsch, weil das, was ich euch hier zeige und wo ich mich befinde, auch hier an Bord meines Schiffes, das ist nur ein Bruchteil meines Seins. Und das ist bei euch ebenfalls und auch andere, die Videos kreieren, und um der Menschheit Impulse zu geben und zum Nachdenken anzuregen, das kann immer nur ein Bruchteil sein. Und deshalb muss man, oder kann man muss ja nichts, aber man kann man vielleicht verstehen, dass das manchmal nicht funktioniert. Dann ist es einfach so. Und wer mir nur deshalb Unterstützung zukommen lassen möchte in Form eines Abos oder wie auch immer, nur da ich jetzt hier wirklich dann am Mittwoch sein Programm sende und am Samstag oder am Sonntag sein Programm sende, der ist hier falsch. Das will ich nur nochmal gesagt haben. Da hat mich jemand kommentiert oder einige. Und ja, es gibt ja auch wieder andere Kommentare, wo ich jetzt mal ganz kurz drauf eingehe. Da hat ja irgendjemand, der sich da Geschichte nennt oder was weiß ich, was das für ein seltsamer Name sein soll, wieder einen Kommentar, ich lege falsch und ich sollte doch mal jeweiliger Mensch da draußen müssen, hatte ich letzt erst im Video gesagt, das tut man im Kommunismus, im Faschismus, in all diese ganzen politischen Strömungen, da ist immer ein Muss dahinter, weil sie nicht anders können als nur müssen. Und die planen übrigens auch, da gab es auch ein Planspiel, was war das, glaube ich, ein 4-Jahres- oder 5-Jahres-Plan, ne? Und wer sich da drin wohlfühlt, da kann ich nur sagen, ja, es klingt zwar jetzt bösartig, aber es ist sehr armselig. Weil wenn nur das kann, ist auch nichts mehr. In jeglicher Hinsicht. Und genauso ist es auch mit dem Begriff Geschichte. Ich muss nirgends irgendwo lesen. Ich sehe, wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin, wenn ich hier an Bord bin, wie die Segel in den Wind legen, dann sehe ich und fühle ich. Und dann wird mir alles zugetragen, was ich benötige, um das, was ich euch hier mitteile, ja, zu bekommen und euch auch die Möglichkeit gebe, das hier so zu zeigen. Und ich muss nicht in irgendwelchen Klosterbüchern lesen. Und ich weiß, dass, oder den Vergleich anstellen, ja, die Teutonen haben nichts mit den Ottonen zu tun. Dann hast du diese Videos nicht verstanden. Und wer sich selbst so Geschichte nennt, oder sein Kanal so nennt, der ist in einer Geschichte. Dann solltest du mal in der deutschen und der präzisen Sprache mal schauen, was denn Geschichte bedeutet. Und ob die Geschichte immer mit der Wahrheit verbunden ist. Oder ob es die Wahrheit in die Vergangenheit ist. Denn, ja, jawohl, natürlich, sie schreiben Geschichte. Jeder schreibt Geschichte. Wenn wir jetzt mal 2-3 Jahre zurückgehen, ja, in dieser Plandemie, ne, dann wissen wir ja auch, dass dort auch irgendwann mal eine Geschichte dazu geschrieben wird. Nur war es die tatsächliche Vergangenheit, war es die Wahrheit? Was wurde in dieser Zeit erzählt? Wie hat man Menschen gequält? Wie hat man auf einmal die Heiligkeit in unseren Gotteshäusern gesehen? Waren sie wirklich heilig? Die dazu aufrufen, sich mit einer Nadel zu identifizieren, sage ich mal, um das mal so auszudrücken. Sind das unsere Heiligen,
Menschen. Nein, das sind sie nicht. Das sind Besatzer. Die besetzen unsere alten Tingstätten. Und da haben wir gesehen, wer sie sind. Denn das war eine Zeit der Offenbarung. Und ich sage immer wieder, diese Zeit hat sehr viele Brüder und Schwestern zu uns wiedergebracht. Denn in diese Zeit kam auch die große Erkenntnis. Und stellt euch vor, es wäre nicht so geschehen. Ein Großteil wäre weiter in dieser Matrix, in dieser Scheinwelt, in dieser Planwelt unterwegs gewesen. Und sicherlich gibt es nehmt euch irgendein Tier aus der Tierwelt, die Gott uns gegeben hat. Sie folgen nicht ihren eigenen Plan, meine lieben Freunde. Wenn ein Löwe zur Jagd geht, wenn ein Wolf, ein Rudel zur Jagd geht, dann folgen sie nicht einem Plan. Dann folgen sie ihrem Bauchgefühl, ihrem Herzen, ihrem Instinkt, ihren Sinnen folgen sie. Und dann sind sie auch erfolgreich. Planen ist, ja, das ist die Krücke eines jeweiligen politischen Systems. Und wenn ich natürlich in diesem System Millionär oder Geld verdienen will, dann muss ich natürlich diesen Plan anerkennen. Dann muss ich an den Füßen des Mammons lecken. Nur erfolgreich wird man, auch wenn man seinem Herzen folgt, wenn man seinen Instinkten, seinen Sinnen wieder folgt, dann kannst du auch ganz normal deine Arbeit, deiner Berufung, besser Berufung, wozu du berufen wirst, als Handwerker, als Künstler, als Schriftsteller, egal was, kannst du dem genauso folgen. So wie das Wolfsrudel. So wie der Wolf, wie der Löwe, wie jedes Tier, jede Ente, egal was ihr nimmt, jeder Fisch, folgt seinem Instinkt. So, und was ist denn das? Das ist der göttliche Plan. Das ist die göttliche Ordnung. Und die gibt es sehr wohl. Verbunden mit den Jahreszeiten, verbunden mit den Wettergegebenheiten, mit allem, was dazugehört. Das ist dieser ureinste Kreislauf, den die Menschheit einst zur Verfügung bekommen hat. Also wir sagen mal, so wie es in der sogenannten Schöpfungsgeschichte steht, ich sage deshalb sogenannte Schöpfungsgeschichte, da werden wir noch drauf eingehen. Denn ein Schöpfer schöpft, der schöpft immer aus dem, was vorhanden ist. Das ist nämlich Satan, das ist der Schöpfer, der hier auf Erden gekommen ist, der aus dem Vorhandenen, was Gott einst erschaffen hat, schöpft. Und der Erschaffer und der diese Welt erschaffen hat, aus Liebe zu den Menschen, zum Leben und diejenige, die Urquelle, sinnbildlich für Maria, Mutter Gottes. Ja, ich weiß, es sind wieder einige Bibelfeste. Nein, das stimmt so nicht. Ja, ihr folgt genau diesem Plan. Ihr folgt genau diesen Schriften, was derjenige dort mir versucht hat, in seinem Kommentar mitzuteilen. Nämlich in irgendwelchen Klösterschriften, die nach dieser Zerstörung von dem alten Land, in dem Fall Atlantis, nämlich erfolgt ist. Diesen Plan, diese Schriften sind alle erst danach entstanden. Und deshalb kann man zum großen Teil die Bibel oder die Heilige Schrift auseinandernehmen und kann sie in allen möglichen Richtungen, wie man es möchte, für sich, für seine politische Agenda, für seine religiöse Agenda auseinandernehmen und nutzen. Nur eins ist immer fix und fest. Das ist der göttliche Plan und das ist die göttliche Energie, die wir dort in vielen Schriften noch finden, wenn wir wissen,
wie wir sie lesen und wenn wir wissen, wie wir sie erkennen. Und das könnt ihr nur erfassen oder beziehungsweise fühlen und spüren, wenn ihr euch wieder in dieser alte Energie begibt. So wie ich den Satz erst letztens gehört habe, der Mensch plant und Gott lacht. Denn es ist alles für uns da. Nur hat uns ein entscheidenden Punkt, sage ich mal dazu, mitgegeben, nämlich den freien Willen. Und über diesen freien Willen erkennt die göttliche Urquelle immer, wer wir sind. Ich versuche das mal technisch zu erklären, das mal vielleicht ein bisschen bildhaft zu sagen. Der freie Wille des Menschen, morgen jemand oder einem Menschen weh zu tun, einem Menschen Liebe zu bringen, sich in einen politischen, weltlichen Plan zu begeben, um irgendwelche materielle Dinge zu erreichen oder irgendetwas. Darüber erkennt die heilige Urquelle, die weibliche Urquelle und Gott und sein Gefolge immer, wer wir sind. Ob wir ein Fehler sind, wo sich jetzt sozusagen, ich sag jetzt mal, ich war ja bei dieser Firewall, ich wollte euch jetzt technisch erklären, stellt euch vor, ihr habt einen feststofflichen Körper, das ist dieser Computer, ne? Danach hat nämlich denn der Billy Gates, ne? Und alle anderen das nämlich nachempfunden, denn der göttliche Plan, die spielen ja Gott, ne? Und diese Hardware, das ist unser Körper. Und diese Software, die dann diese Hardware bewegt und wo dann eben gewisse Dinge daraus produziert werden können, das ist die Software, die dort eingestellt ist. Es gibt ja noch Betriebssysteme, gibt es ja noch diese Software, diese einzelnen Programme, ne? So, und da gibt es ja dann immer wieder, ich sag jetzt mal, satanische Strömungen, die versuchen, in diese Systeme einzudringen. Und da gibt es ja eine Software, eine Firewall, ne? Also eine Blockade, also ein Netz, ne? Was dann eben die guten Sachen reinlässt, die vonnöten sind, die man sich dann sozusagen als Download über seinen Schlaf, über dem, was man konsumiert, was man zum Beispiel konsumiert, ist ja auch so ein systemischer Begriff, zum Beispiel schaut und sich den ganzen Tag irgendwo, wo man sich denn beliest, ne? Darauf will ich jetzt darauf hinaus, auf diese Nachricht. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich versuche euch das zu erklären. Also wenn man sich jetzt in den Klöstern zum Beispiel, in diesen Kirchenbüchern dann beliest und in den Archiven geht und sich da dann wieder beliest, das sind alles so Dinge, die wir einnehmen, ne? Also die wir aufnehmen und dann in unserer Software, in unserem Betriebssystem verarbeiten. So. Und die Frage ist ja nun, was hat das mit einer Firewall von so einem PC, von so einem Computer zu tun und was ist unsere Firewall? Unsere Firewall ist letztendlich der freie Wille. Denn der freie Wille entscheidet, was wir in uns reinlassen und was wir nicht in uns reinlassen. Welche Menschen wir uns in unser Umfeld lassen und welche Menschen wir nicht in unser Umfeld lassen. Und dieser freie Wille wurde uns genau deshalb gegeben, damit am Ende unseres Schicksalsfahrens Gott und das große Gericht, wo wir in allen Religionen, selbst in Heidentum, wenn wir nach Valhalla zum Beispiel einfahren, ne, wie es ja viele so sehen, und dann müssen sie ja im Vorfeld viele Menschen getötet haben und große Krieger sein. Und da seht ihr ja auch schon, dass da etwas Satanisches schon behaftet ist. Ne? Und deswegen werden wir auch darauf noch kommen, was auch die Runen übrigens bedeuten. Also ihr seht, das ist sehr komplex, für mich komplex, euch das zu erklären. Und dieser
Und es unterliegt ja alles einem freien Willen, ne? Ich könnte jetzt sagen, ich setze mich ganz auf die Wiese und starr in die Luft und mach gar nichts. Oder schaffe lichtvolle Materie, also baue ein Haus in einer göttlichen Ordnung, schaffe wunderschöne Kinder und bringe den Kindern eine göttliche Ordnung bei, oder zumindest zeige das den Kindern. Und das unterliegt ja alles immer meinem freien Willen. Das heißt also, diese Firewall bei einem PC filtert ja das, was er aufnehmen soll, damit er immer funktioniert, damit dieser PC auch nicht zerstört wird, filtert natürlich immer nur diese Programme raus, die zu ihm gehören, und das, was nicht reingehört, das filtert er raus. So. Und genau das ist auch bei uns die Heilige Schrift und der freie Wille, nämlich zu sagen, ich plane nicht in einem politischen System. Zu sagen, mit dem, was ich habe, bin ich zufrieden. Zu sagen, ich liebe meine Nächsten. Und diese Wahrheit, diese grundsätzliche Wahrheit erkennt Gott nur durch den freien Willen. Denn hättet ihr diesen freien Willen nicht, so wie es in einer Diktatur ist, so wie es in einem politischen System ist, weil da gibt es keinen freien Willen in einem politischen System. Kann es nicht geben, weil sonst müsste es da keine Polizei und alle anderen Ordnungsorgane geben. Nur dann kann man ja sein wahres Ich und seine wahre Seele zeigen. Und dann sieht die göttliche Quelle, ob da ein Fehler unterlaufen ist oder nicht. Und so selektieren die einfach aus. Und das ist der Sinn der Hölle in der Heiligen Schrift. Oder egal, wohin man dann geht. Ne? Die einen sagen, sie kommen dann nicht nach Valhalla, weil sie irgendwas vollbrochen haben. Oder wie auch immer. Die anderen sagen, sie kommen in der Hölle. Oder ja, es gibt ja verschiedenste Richtungen. Und wenn wir diesen freien Willen nicht hätten, würde diese Selektion gar nicht stattfinden. Und deshalb ist es wichtig, oder deswegen war es wichtig, dass Gott uns diesen freien Willen gab. Er gab uns diese göttliche Ordnung, er gab uns diese Jahreszeiten, er gab uns diese Welt mit allen Getieren, mit allen Pflanzen, alles was wir haben in diesem Garten, können wir uns frei bewegen. Wir können ja alles machen, wir können ja alles niederholzen, wir können ja wie jetzt gerade wieder Kriege anzetteln, wir können Menschen umbringen und. Aber ich kann euch eins sagen, die Menschen, die jetzt gerade aktuell wieder dafür sorgen, dass Menschen sterben, zu Tausenden, sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Und hätten sie diesen freien Willen nicht, dann würden sie sich verstellen, der Wolf im Schafspelz sein, und keiner würde erkennen, wer sie tatsächlich sind. Und auch wir Menschen, und da zähle ich auch meine engsten Gefährten dazu, sehen, wer sie sind. Denn das, was sie sind, sind keine Christen. Sie sind nicht lichtvoll, kein Kristall. Sie folgen einer politischen Agenda, sie folgen irgendwelchen territorialen Grenzen, und da sieht man, wer sie sind. Und das gilt übrigens auch für diese linken Kommunisten, die ja dann auch mal sagen, ja, wir wollen keine Grenzen oder jeder Mensch ist frei. Das sind Pseudo-Begriffe, denn wenn sie denn irgendwo wieder in der Ecke sitzen und saufen oder irgendetwas anderes machen, dann haben sie nichts mit der lichtvollen Göttlichkeit, mit der Heiligkeit zu tun. Sie haben ja auch zu dieser Zeit, wo Menschen eingesperrt wurden vor 2-3 Jahren, haben sie ja auch dazu aufgerufen, den Weg zur Nadel zu gehen. Und da sieht man, wer sie sind. Das sind alles nur politische Strömungen. Sie benutzen einige Begrifflichkeiten wie Freiheit oder
Toleranz oder wie auch immer, aber sie sind es in keinem Fall. Und genauso ist es auch in dem sogenannten rechten Spektrum, hat nichts mit der Heiligkeit zu tun und nichts mit dem zu tun, was uns Menschen hier auf dieser Erde ausgemacht hat. Und deshalb hat er uns diesen freien Willen gegeben. Weil sie einfach jeden Tag zuschauen und schauen, wohin wir gehen, was wir tun, wem wir verfallen, etc. pp. Und das will ich damit sagen, warum ich es ablehne, in irgendwelchen Klöstern zu gehen und mir da irgendwelche Bücher anschaue. Alles, was wir sehen und was wir finden, das wird uns zugetragen. Das ist genauso, wenn ein Wolfsrudel in einem Gebiet durchstreift, das steht doch bei denen dann irgendwo. Die gehen nicht in irgendein Kloster oder die gehen nicht in irgendeine Bibliothek und lesen vorher nach, na, können wir da jetzt jagen oder können wir da jetzt nicht jagen? Können wir da uns jetzt ernähren oder können wir uns nicht ernähren? Das gilt für jedes Tier. Es gibt dieses Erdmagnetfeld, es gibt dieses Energiefeld, wo wir auch noch näher drauf eingehen werden. Das hatte ich ja euch ja schon angekündigt. Und da werdet ihr sehen, warum es bestimmte Tierarten nur auf einer bestimmten oder in einer bestimmten Gegend dieser Erde gibt. Und warum es auch bestimmte Menschenrassen in ihrem Aussehen und in ihrem Erscheinungsbild nur an bestimmten Orten auf diesem Planeten gibt. Das hat was mit Energie zu tun. So. Und das steht nirgends geschrieben, sondern nur in Gottes Wort. Und wer das bricht und sagt, der Eisbär kann morgen in einer amerikanischen Steppe leben, der bricht Gottes Wort. Der bricht auch Gottes Werk. Wer sagt, er müsste sich Medikamente verabreichen lassen, vorsorglich, weil sonst würde man dies und jenes bekommen, ist ein Frevler Gottes Werkes. Denn er sagt, er symbolisiert ja damit, dass er Gottes Werk oder Gott nicht vertraut. Nur, dass erst dadurch gewisse Krankheiten entstehen, auch für die Zukunft, darauf kommen die meisten gar nicht. Und warum kommen sie nicht darauf? Weil sie das nicht verstehen, was ich hier in meinem Kanal sage. Alles ist da. Alles ist perfekt. Alles funktioniert. Von der Ernährung bis allem, was wir haben. Deshalb bin ich zum Beispiel auch leidenschaftlicher Segler, weil das ist für mich die schönste Fortbewegungsform. Wir brauchen keine Motoren, wir müssen nicht das Öl aus der Muttererde kratzen. Wir können uns trotzdem fortbewegen. Immer. Deshalb sind die Templer auch gesegelt. Deshalb gab es auch hier im alten Atlantis so viel Wasser. Deshalb sage ich ja auch immer wieder, dass die Meeresspiegel und die Wasserspiegel andere waren, als es heute zu sehen ist. Und ich weiß auch, wer es war. Und das werdet ihr auch hier auf diesem Kanal erfahren. So Gott will. So Gott will. Kann auch sein, dass er sagt, nein. Ihr sollt es nicht wissen, weil ihr sollt selbst drauf kommen oder ihr sollt diesen Schmerz spüren. Jetzt werden viele wieder sagen, ja, aber warum fügt denn Gott uns solche Schmerzen zu? Denn ist er ja auch ein Satanist. Nein, ist er ja nicht. Ihr habt den freien Willen. Nur wer seinen eigenen Vater und seine eigene Mutter ablehnt, muss damit rechnen, dass sie sich abwenden. Und wenn der Mensch denkt, als Gottes Kinder, sie können alles allein, sie brauchen die Erfahrung nicht, sie brauchen diese Urquelle nicht, sie brauchen diese göttlichen Energien nicht, weil sie ja alles können, weil sie haben ja die Wissenschaft, ne? Die ja Wissenschaft. Sie haben ja jetzt alles, wir wissen ja alles über diese Erde. Ihr wisst gar nichts. Nichts, null. Und sie lenken euch immer in den Himmel, in den Kosmos, in das All. Nur was dahinter ist, wisst ihr bei Weitem nicht. Und das hatte ich ja auch schon in einem Video, glaube ich, schon mal so erwähnt, was über unserer Kuppel eigentlich ist. Und warum ich das Wasser da immer mit wieder verbinde und warum wir aus dem Wasser kommen. Und warum diese sogenannten Assyrer, diese Fische mit diesen Mithras oben drauf, ne, warum die immer mit dieses Fischsymbol immer rumhantieren, ne? Diese Fische, den Fiskus. Ja, ich weiß, hatte glaube ich letztens auch einer kommentiert. Fiskus, übrigens,
sieht es mir bitte nach. Also ich kann jetzt nicht mehr jeden Kommentar, ich lese die, ich überfliege die auch, um da gewisse Sachen rauszuscannen, die ich dann auch gleich entfernen werde. Jedoch kann ich nicht jeden Kommentar mehr lesen. Ich freue mich wirklich darüber und ich werde mir auch, so wie ich Zeit habe, immer, dann versuche ich auch immer ein paar zu beantworten. Das tue ich, aber es funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Und mit zunehmender Größe wird das auch so sein. Aber trotzdem, schreibt mir einfach. Und wenn ich was für mich sehr wichtig erachte, dann werde ich auch darauf antworten. Und wenn es einfach auch ein paar Tage oder Wochen später ist. Wir bleiben hier in diesem göttlichen Fluss und was zu mir kommen soll, wird kommen und was zu euch kommen soll, wird auch kommen. Das müsst ihr nicht planen. Das ist genauso wie in diesem Wolfsrudel, ne? So, und deshalb werde ich in keine Bibliothek gehen oder irgendetwas. Ne? Warum? Warum sollte ich das tun? Das Heiligtum der Elben, wo diese Videoreihe überhaupt mit begonnen hat, sucht mir doch das raus in irgendein Kloster. Sucht mir doch das, zeigt es mir doch, schickt es mir doch. Findet ihr nicht. Warum findet ihr das nicht? Weil es einfach nicht dazugehört. So. Und warum richte ich euch jetzt diese Worte? Oder warum richte ich diese Worte an euch jetzt? Oder warum sage ich das? Warum beginnen wir dieses Video? Um das vielleicht mal abzuschließen, dieses Kommentar. Und nochmals, ich freue mich über diese herzlichen, liebevollen Worte und sehe, dass wir uns immer mehr verbinden und dass dass dieser Kommentar nur ein Wimpernschlag in unserer Vergangenheit ist. Nur ein kurzes Aufbäumen dieses Systems, dieses politischen Systems, worin die Menschen immer noch gefangen sind. Und ich habe für mich auch festgelegt, ich werde mich da nicht weiter mit beschäftigen, das macht keinen Sinn. Menschen, die unter der Gürtellinie kommentieren und nicht vernünftig und sachlich kommentieren können, die werde ich entfernen. Und auf einige Kommentare werde ich eingehen, die immer noch nett geschrieben sind, ne? Wo ich sehe, dass sie einfach vielleicht diese Sichtweise nicht haben, weil sie nicht mehr an Gott glauben oder nicht mehr. Also es gibt ja immer so Stufen, ne? Also kein Gott, dann gibt es Glaube und dann gibt es Wissen, ne? Ich hatte das mit einem Pastor schon mal besprochen und habe ihn gefragt, also wenn die Menschen, so wie sie in ihren Reden und ihren Predigten verkünden, sie verkünden ja den Glauben, ne? Aber der Glaube ist ja nicht Wissen. Und dann schaut er mich an und sagt er, wie meinst du das? Ne? Der Glaube ist nicht Wissen. Das heißt also, entweder ich weiß von Gott oder ich glaube an Gott. Und sie verbreiten einen Glauben. Also es könnte vielleicht sein, das ist schon ein Weg dahin, ja. Und dann sagt er, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass du von Gott weißt, dann hättest du ihn doch gesehen. Und dann sagte ich zu ihm, dann schau einfach morgens in deinen Spiegel. Wenn wir Gottes Kinder sind und nach seinem Ebenbild erschaffen wurden, erschaffen, nicht geschöpft, sondern erschaffen wurden, dann sind wir Gottes Kinder und dann sehen wir in unseren Augen, in unserem Herzen, und wenn wir tief in unseren Augen schauen in einen Spiegel, das ist nämlich das, was der Vampir, der Dragul, der Vlad der Fehler, nämlich nicht kann, sich in seinen eigenen Spiegel zu schauen, weil das ist nämlich übrigens diese symbolische Geschichte dazu, zu Dragula, und ja, Dragula ist ja der Blutsauger, ne? Aber komm mir zurück, und wenn ich in einen Spiegel schaue und sehe meine eigene innere Heiligkeit und sehe, wer, was mich als Mensch ausmacht und wer mich hierher gebracht hat und das erkenne, dann sehe ich durchaus Gott und dann weiß ich von Gott. Dann glaube ich nicht nur, ich sehe mich im Spiegel, sondern ich weiß, dass ich mich im Spiegel sehe. Tja, und da war er sehr gerührt und ich weiß nicht, wie er jetzt seine Predigten aufbaut, aber so sehe ich das. Ne? Also es gibt so für mich immer diese drei Stufen. Gar nicht an Gott glauben, also irgendwo in irgendwelchen, mich in irgendwelchen politischen Verflechtungen, weltlichen Dingen zu begeben. An etwas glauben, ein Glaubensmodell folgen, dann ist man schon auf diesem Weg dahin und sagt, da gibt es noch mehr außer das, was mich hier umgibt. Und
dann irgendwann für sich selbst zu erkennen, zu wissen, von wem wir stammen. Nicht vom Affen, so wie der Freimaurer Darwin es ja gern den Menschen erzählt, weil das war ja diese göttliche Trennung, ne? Also diese Abkehr, zu sagen, der Mensch stammt ja vom Affen ab und nicht vom... Und wer das war, das werde ich euch in dem folgenden Video, also nicht in diesem Video, sondern in dem folgenden Video, werde ich euch das zeigen. Da gehen wir dann zu Rudolf Steiner und bin ein sehr großer Freund von ihm gewesen und auch immer noch, obwohl ich einige Dinge nicht so, wo ich ihm da nicht folgen konnte. Aber wir lassen ihn im darauffolgenden Video, also in dem nächsten Video, lassen wir ihn dann einfach mal selbst über einen Kanal, der das schön aufgearbeitet hat, mal sprechen, wer diejenigen sind, ne, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen vom Affen abstammen oder angeblich davon abstammen. So. Nun gut, also der Pastor, wie gesagt, schaute mich dann fragend an und ich glaube, ich konnte in ihm irgendwas bewegen. Und das ist das, was ich euch auch mitgeben will. Und kommen wir jetzt zurück zu diesem Kommentar. Dieses Kommentar, das ist eigentlich auch nur daraus entstanden, und nicht eigentlich, sondern ist daraus entstanden, weil jemand mal irgendwann sagte, wir müssen die Menschen zu etwas ausbilden, zumindest in eine Matrix lenken mit den Gedanken, damit sie uns folgen. Und wer das war, das will ich euch jetzt mit den vorangegangenen kalendarischen Gegebenheiten in den Kontext setzen. Und ja, ich weiß sehr wohl, dass man uns 1000 Jahre zugedichtet hat. Da hatte auch jemand was kommentiert, das weiß ich. Nur, ich möchte natürlich auch Menschen abholen, gerade die solche Kommentare schreiben, auch abholen und denen zeigen, dass in diesen kalendarischen Aufzeichnungen ja etwas nicht stimmen kann. Zumindest bewusst etwas in einen Kontext gesetzt wird, was so in der, ich sag mal, sogenannten öffentlichen Meinung, Geschichte, ja kein Gehör findet. Ne? Und deshalb nehme ich halt diese Zahlen, weil ich das einfach, anders kann man es ja nicht erklären. Ich kann jetzt nicht sagen, uns fehlen 1000 Jahre und jetzt versuchen wir uns mal einen neuen Kalender zu basteln. Nein, ich will ja nur, mein Ziel ist ja erstmal, diese ganzen Lügen euch zu offenbaren und euch zu zeigen, welches Spiel sie hier mit der Menschheit spielen. Und dadurch, deshalb kann man sehr wohl und muss man auch diesen gregorianischen Kalender nehmen, weil ich sagte ja, sie dürfen nicht lügen. Denn der Vertrag mit dem sogenannten Sohn Gottes, mit dem Gottessohn Jesus in dem Fall, also mit dem Königssohn, dem Sohn Gottes, ist ja so geschlossen worden, dass Frieden auf Erden herrscht und dass also nichts mehr mit Waffengewalt geschieht. Aber die Lust und die Tücke, da haben sie ein Schlupfloch gefunden, wenden sie dennoch an. Und deshalb haben wir ja nicht mehr diese großen Kriege. Also wenn Kriege heute entstehen, so wie wir es jetzt in der Ukraine sehen, dann sehen wir es ja immer in einer konkludenten Handlung. Konkludente Handlung sage ich deshalb, wenn ihr auch so in dem, wenn dieser armen Kerle, diese armen Männer und Frauen dort an der Front, egal welche Seite, fangt jetzt nicht schon wieder an hier mit russischer Phobie oder irgendein, nein, habe ich nicht. Ich kann euch mehr aus Russland zeigen, als ihr denkt oder als ihr überhaupt seid. Ich bin mehr Russe, als ihr denkt. So. Und wenn die Monks in ihren Spiegel schauen würden und würden wissen, dass sie ihre, dass jemand auf sie aufpasst und dass dieser freie Wille immer gegeben ist, immer auch zu dieser Corinna-Zeit war dieser freie Wille gegeben. Deshalb habe ich mich ganz normal auch frei bewegt und es ist nichts passiert. Man musste eben nur in dieser göttlichen Ordnung bleiben. Und da werden wir auch noch hinkommen, meine lieben Freunde, um euch das zu zeigen, wie das funktioniert. So, und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach so, diese armen Seelen dort, die sich dort gegenseitig niederringen für ein territoriales politisches Gebilde, was irgend so ein Vogel irgendwann mal erfunden hat, ne? Obwohl der Vogel wahrscheinlich noch heiliger ist als dieses Wesen dort. Wenn die wirklich in ihrer Heiligkeit wären, dann würden die gar nicht dahin gehen. Dann würden die sagen,
ich verteidige meine Familie, mein Haus und Hof, aber nicht irgendwelche komischen Grenzen, ne? Oder versteht ihr das, was ich meine? Dann wäre das alles nicht passiert. Und sie locken über diesen Bildungsapparat, den die in der Welt, dieses Freimaurische, was in dieser Welt irgendwann mal geschaffen wurde, nämlich dieses universelle Wissen und alles, und die Kinder brauchen Bildung und die brauchen Erwärmung, das ist das Thema heute dieses Videos. Das führt im Prinzip oder hat dazu geführt, dass die heute an diese Front rennen und laufen. Wenn die in ihrer heiligen Grundordnung wären, in ihrer, so wie es jedes Tier machen würde, Tiere führen ja keine Kriege. Wenn, dann gehen sie zur Jagd oder sie beschaffen sich Nahrung und dann erfolgt die natürliche Selektion. Aber das, was dort jetzt passiert, ist ja keine natürliche Selektion. So, und da sind wir übrigens auch wieder, ihr seht das, wie komplex das ist. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, aber die Menschen machen das ja genauso wie die Tiere. Ja, genau, das haben die erzählt haben, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und weil der Mensch ja vom Affen abstammt, hat er genau die gleichen Züge, das heißt die Rivalitäten zum Nachbarn. Und deshalb führt er Kriege. Das ist aber nicht richtig. Der Mensch ist von Grund her immer in Liebe. Jedes Kind, muss man sich vorstellen, da sind wir wieder bei diesem Computer, da ist die Festplatte leer. Und die wird nur geprägt durch kriegerische Videos, durch kriegerische Videospiele, durch kriegerisches TikTok und diesen ganzen Idiotenscheiß, was wir heute alles so sehen. Dadurch werden die Kinder geprägt. Und sie werden schon von klein auf an mit Krieg, Mord, Fleischkonsum, mit allem, was dazugehört, werden sie aus dieser Matrix gefüttert. Weil diese Firewall, Gott, und jetzt kommen wir zu dieser Firewall wieder zurück. Jetzt finde ich gerade die richtigen Worte wieder. Nicht mehr vorhanden ist. Ist diese Firewall aber vorhanden, dass ich das Gotteswort, immer all das, was in mir fährt, was mir jemand sagt, was ich erlebe mit anderen Mitmenschen, das, was ich ihr gesagt habe, der da immer alles planen musste, um sein materielles Ziel zu erreichen, von denen wende ich mich einfach ab. Weil in meinem Herzen schlägt die Urquelle. Und das habe ich erkannt. Das ist nicht nur Glaube, sondern das ist Wissen. Und deshalb kann ich ja keinen Glauben verkünden. Und wenn wir irgendwann, und diesen Tag werden wir noch erleben, das ist mein Ziel, unsere Gotteshäuser wieder zurückbekommen. Und dann in die Sonntagspredigt gehen. Dann werden wir die Wahrheit verkünden. Und das ist das Ziel. Und einige tun das schon. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt einige Lichter dort. Wie überall. Auch bei der Polizei, auch bei der Bundeswehr oder wie auch immer, gibt es einige Lichter. Und die fühlen sich auch permanent unwohl. Sie fühlen sich aber nur deshalb unwohl, weil sie genau wissen, wo sie drin schwimmen. Und dieser Bildungsapparat, der uns umgibt, ist ein politisches Instrument. Und deshalb wurde die Schulpflicht auch eingeführt. Und mit dieser Einführung hat man Menschen, die dann verblieben sind, nachdem sie die Templer und dessen weise Frauen, die nicht nur die Nornen, ja, die Nornen, die ja sozusagen die Toten ja angeblich begleiten nach Valhalla, daraus hat man ja dann die Nonnen gemacht. Und deshalb waren auch in vielen Klöstern, wo die Templer immer wieder eingekehrt sind, waren dort Frauen, die diese Klöster dort geführt haben. Die heiligen Gesetze kannten, die Pflanzen kannten, die Heilmittel kannten, alles, was Gott uns gegeben hat. Und das wurde zerstört. Und das, was ich heute in den Klöstern finden würde, das ist touristischer Pomp, das sind irgendwelche zusammengeklärten Schriften, mit denen ich mich als Gottes Sohn nicht identifizieren kann. Und deshalb gehe ich da nicht rein und lese. Es widert mich an, auch dieser Geruch von Räucherware widert mich dort an, in den Kirchen. Das kommt alles aus dem Orient. Das hatten wir früher nicht. Wir brauchen kein Gras verbrennen, um es denn irgendwie einzuatmen und uns damit zu benebeln, genauso wie jetzt gerade diese Debatte.
Und wenn ich sowas gerade zum Thema Gras, will ich ganz kurz noch ausführen, das zu euch so sage, dann ist es nicht so, dass ich denjenigen hasse oder ich habe jemanden in meiner Nähe, der immer sagt, ja, ich weiß, du magst das nicht und ich weiß auch, dass er vielleicht das Video jetzt gerade schaut und das hat nichts mit dir zu tun. Ich mag dich trotzdem als Mensch. Deshalb gewähre mir aber die Möglichkeit, dir das zu sagen. Und wenn wir über Spiegel sprechen und alles ist immer gespiegelt und sie spiegeln ja auch alles. Wenn sie Frieden verkünden, dann bringen sie meist Krieg. Und genauso ist es auch, wenn sie Gras verkünden, dann ist es meist auch der Tod. Und wenn wir Gras spiegeln, das Wort Gras, dann haben wir den Sarg. Welch ein Zufall. Welch ein göttlicher Zufall, meine lieben Freunde. Und so betrifft es auch mit dem Rauchen, mit dem Drogenkonsum, mit Alkohol. Wer mich kennt, der weiß, der hat mich noch nie betrunken gesehen. Mein ganzen Leben nicht. Weder Drogen, noch Rauchen, noch Bier. Ich brauche kein Feierabendbier. Ich muss mich auch nicht auf irgendeine Feier betäuben, um irgendwie glücklich zu sein. Ich war schon immer mit. Da konnte ich es damals noch nicht als Gott empfinden oder noch nicht so benennen. Wir benennen das ja nur, das, was wir empfinden, so mit unseren Worten. Ne? Deswegen ist ja die deutsche Sprache auch so wunderschön, weil wir natürlich in unserer Sprache das ja auch so gut benennen können, was ja viele Sprachen nicht können. Was aber nicht verwerflich ist, deswegen sind es keine schlechteren Menschen. Nur wir haben eben halt diese Möglichkeit, als Stämme Israels, das auch so zu benennen. Damit wir ja auch diese Predigten und damit wir auch dieses Wort verkünden können. Deshalb sind wir auch das auserwählte Volk. Hier im Teutonischen Reich, nicht in dem heutigen Polit-Israel, was sie dort gegründet haben, was nichts mit uns zu tun hat. Das ist ja dieser Spiegel, den sie wieder geschaffen haben. Nur wenn ich dieses Wort Gras nehme, also kein Tier der Welt würde auf die Idee kommen, und ich sage ja immer, ich nehme immer dieses Beispiel Tiere. Tiere sind manchmal viel schlauer als wir, ne, jetzt in der heutigen Zeit. Wir sind ja nur deshalb dumm geworden, weil wir diese Bildung ja immer bekommen haben. Wir kommen aber gleich zu dem Thema, was ich euch in diesem Video heute noch sagen möchte. Aber dieses Grasrauchen oder allgemein das Rauchen, was tun wir denn da? Egal, ob das jetzt eine Cannabispflanze ist, ob das jetzt, ihr könnt auch eine Brennnessel nehmen, ihr könnt auch eine Distel rauchen, egal was. Ja, jede Pflanze hat ja so seine Wirkung, wenn ich die verbrenne. Und wenn ich das einatme, oder ich gehe durch mein Haus und räuchere das aus, weil irgendwelche angeblichen bösen Geister da rumspüren, habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass ihr euch vielleicht sogar diese Geister anzieht? So, und das Wort Gras und Sarg ist das beste Beispiel. Jedes Tier, wenn die Steppe brennt, würde flüchten. Nie würde einer auf die Idee kommen, Gras zu verbrennen und das einzuatmen. Es ist immer etwas Satanisches, hat immer was Teuflisches, hat immer was mit Feuer zu tun. Weil ich muss etwas verbrennen. Also, es gibt ja diese Vrie-Gesellschaft hat ja das ja und die anthroposophische Gesellschaft hat das ja, wo Rudolf Steiner ja auch mit inkludiert war, sage ich mal, oder sich mit beschäftigt hat, hat es ja sehr gut geprägt, mal diese Explosion, diese Implosion, also Implosion, etwas zu erschaffen, also mich zu vervielfältigen, und Explosion ist ja immer die Zerstörung, immer das Böse. So, und die Explosion ist ja meist immer damit verbunden mit Verbrennung und Feuer. Und immer wenn ich irgendetwas rauche, dann ist das für mich eine Krücke und dann versuche ich mich irgendwie in eine Welt zu bringen, weil ich diese nicht ertrage. Und das passiert oft, wenn sie wo Gottes Wort nicht mehr kennen und auch vielleicht nicht mehr gelehrt bekommen haben, weil sie in dieser Bildungsmatrix schon früh genug eingeführt wurden und nicht wie das Wolfsrudel mit seinen Sinnen, mit seinen Gefühlen, mit in ihrer Sprache. Ich sage ja, jeder Mensch hat von Geburt aus auch die Sprache mitbekommen. Deswegen sprechen Kinder kein Kauderwelsch, sondern sie sprechen Althochdeutsch in der Regel. Wer es kennt, der wird es verstehen. Werden wir noch ein Video drüber machen. Und wir werden von Kindesbein an, kriegen wir ja diese Steuernummer, ne? Wir kriegen dann auch gleichzeitig unsere ganzen Impfungen, zumindest die das mitmachen. Ne? Und so wird man schon erstmal gleich in dieser Schiene kanalisiert. Und so beginnt das junge Wesen,
was über ein Portal, was beide Eltern geöffnet haben für dieses Kind, ja, in ein schwarzes Loch zu fallen und nicht in eine Heiligkeit, wie es sich vielleicht erwartet hat oder wie es vielleicht gedacht hat, dass es hierher kommt. Das ist ja das, was ich euch letztens mit dieser Uhr erklärt habe. Jedes Sternbild, jede Zeit, deswegen kann man das ja auch einordnen in diese Zeit, ist ein Portal. Und dieses Zeitportal, worin wir geboren wären, ist auch ein Weg, ein Schicksalsfahren, mit denen wir mit allen verbunden sind, die in dieser Zeit auch geboren wären. Und die haben eine Aufgabe hier. Und das versuchen auch viele Astrologen mit ihren Hotlines und was ich nicht alles, was sie damit machen, eben zu verklären und auch zu verzetteln und aus dieser Heiligkeit zu bringen. Deshalb finden wir diese Uhr zum Beispiel auch in der alten Templerstadt Venedig. Und das hat letztens auch einer erklärt, ja, die Venedig war doch irgendwo an der Ostsee, habe ich so grob mal überflogen. Ja, meine Liebe, das kann auch so sein, ne? Und ja, mögen wir doch bei der Wahrheit bleiben, hat sie denn geschrieben. Also wenn du den Meeresspiegel anhebst, ne, so weit wie ich es jetzt demnächst auch machen werde, dann wirst du sehen, dass dieser Ort gar nicht so existieren konnte. Und ich sagte ja auch, dass dieses Venedig, worüber ich letztens gesprochen habe, schon aus einer Zeit war oder in einer Zeit war, wo wir einen ganz anderen Meeresspiegel hatten. Das ist jetzt schon eine sehr frühe Zeit gewesen. Denn die tiefe Vergangenheit, die finden wir im Harz und in den österreichischen Alpen. Aber da werden wir noch hinkommen. Denn da sind die Ursprünge, meine lieben Freunde. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also, um vielleicht dieses Kommentar in den Kontext zu setzen, ich möge doch in den Klöstern und in den Archiven suchen. Dieses Bildungsgehabe, ich sag jetzt mal, es ist nicht an dich jetzt gerichtet. Ich weiß nicht, ob du jetzt männlich oder weiblich bist oder divers oder wie man sich ja heute irgendwie nennt, ne, in diesem gottlosen System. Aber dieses dieser Kommentar beruht im Prinzip darauf, dass du diesen einen Bildungsweg gegangen bist und auch diese heilige, diese göttliche Grundordnung, dass die gar nicht mehr vorhanden ist. Denn wenn es so wäre, dann würdest du nicht so schreiben. Und nicht in einer Geschichte schreiben, also in einer Geschichte, in einem Märchenbuch. Deshalb sagen sie ja auch Geschichte, sie lügen ja nicht. So wie wir es in der Haager Landkriegsordnung ja auch kennen, die Kriegslist ist erlaubt und das tun sie. Das ist die Kriegslist. Sie führen einfach seit dem Mittelalter den Krieg so weiter, seit dem sogenannten Mittelalter den Krieg so weiter. Deshalb wurde Gottes Sohn ans Kreuz geschlagen. Und deshalb haben sie übrigens auch die 1000 Jahre dazu gedichtet. Denn normalerweise leben wir jetzt im Jahr 1024. Oh, jetzt kommt wieder was, jetzt bringt da wieder ganz was durcheinander. Aber ich sag ja, der Kanal ist nicht für jeden. Ne? Wenn ihr denkt, das ist für euch so der Weg, dann tut es. Es ist euer freier Wille. Deabonniert den Kanal. Wenn er euch so viel Schmerzen bringt, dann will ich nicht dafür verantwortlich sein, dass ich euch so viel Schmerzen zufüge. Alles zu seiner Zeit, meine lieben Freunde. So, und wie gesagt, um das jetzt vielleicht mal in den Kontext zu bringen, dieser ganze Bildungsapparat, und da kommen wir jetzt zu, wer hat den überhaupt erschaffen und wie setzen wir das mit den Templern in den Kontext? Denn ich sagte ja, diese alte Templerstadt Venedig mit dieser Uhr, ne, das hat ja auch eine Symbolik und da werden wir auch noch näher drauf eingehen. So, wir machen jetzt erstmal, jetzt zeige ich euch mal was. Ja, so meine lieben Freunde, jetzt steigen wir mal hier ein in dieses Relief, worauf ich die ganze Zeit überhaupt hinaus will. Ne? Wir sehen hier ein Relief in Tschechien und da ist dort hier zur Linken abgebildet der Comenius, der große Erfinder der Schulpflicht. Und war er doch einst aus dem gleichen Schöpfer entsprungen, die zur gleichen Zeit auch die Kriege anführten, die großen Aufklärer plötzlich waren und Gottes Wort in, ja,
versuchten in den Abgrund zu treten mit ihren Treiben hier in Europa und zur rechten Seite sehen wir Familien, wie sie dann ihre Kinder in die Obhut derer, die ich eben gerade beschrieb, brachten, weil dann plötzlich eine Pflicht daraus gemacht wurde. Und da muss man sich halt immer die Frage stellen, wer tut so etwas? Wer tut so etwas, dass göttliche, heilige Wesen in die Pflicht von irgendjemand genommen werden? Und da muss ich immer wieder dieses Beispiel mit der Tierwelt bringen. Es ist genauso, wenn man jetzt versucht, Löwen zu verpflichten, vermag in einer Arena ihre Kunststücke zu vollbringen, wo denn der Dompteur zeigt, wie mächtig er doch denn über so ein mächtiges, von Gott erschaffenes Wesen ist. Und genau so kann man das Bild ja auch deuten, wie er ja so als großer Heiliger sich selbst darstellend, also wenn ihr euch mal die richtigen Bilder anschauen würdet, es gibt ja noch so einigermaßen Bilder, die ihn tatsächlich darstellen, wie er ist, dann schaut ihn einfach nur in seine Fratze, dann wisst ihr, wer er ist. Ja, und man sieht hier, dieses Relief ist voller Botschaften übrigens, ne? Man sieht ja, wie leidend hier die Mutter an ihrem Manne steht, er wahrscheinlich hier auch den mit erhobener Hand mahnend dem Comenius entgegenwirkt. Und der Comenius, ach, den Allerheiligen, so wie sie ja heute in den heiligen Hallen ja immer die Unversehrten, die Armen, die Liebevollen sich darstellend zeigen, ne? So sind sie denn auch heute. Und wenn wir jetzt hier schauen, diese arme Mutter, wie sie ihr Kind in die Obhut gibt, wir sehen es hier unten, ne? in die sogenannte staatliche Obhut, so haben wir es ja heute. Und das Ergebnis habt ihr ja vor 2-3 Jahren auch gesehen, meine lieben Freunde, was daraus entstanden ist. Wenn man nicht in seiner göttlichen Ordnung war, dann hat man versucht, irgendwelche Tests zu fingieren. Und all diese ganzen Lügen, die ihr denn ja selbst verfallen seid, weil ihr euer Haupt nicht erheben konntet, das habt ihr nur getan, weil ihr von Gott abgefallen seid, weil ihr nicht euer inneres Heiliges erkannt habt, so wie es damals den Pfaffen, den Pastor gesagt habe, von Mann zu Mann, wo ich gesagt habe, wir verbreiten keinen Glauben, wir verbreiten das Wissen Gottes. Nicht das Wissen der Wissenschaft, nicht falsch verstehen, nämlich das ist das, was die Kinder hier empfangen sollen, damit sie weiterhin von Gott getrennt werden. Denn das Ergebnis, wie gesagt, habt ihr vor 1, 2, 3 Jahren gesehen, das seht ihr heute das Ergebnis, ihr seht das Ergebnis an der russisch-ukrainischen Front. All das ist daraus entstanden, mit dieser Pflicht. So, und jetzt ordne ich euch das für euch ein. Zuerst mussten die Templer gehen, die im Jahre 1118 bis 1312, und jetzt kommt wieder, so erinnere ich mich gerade wieder an einen Kommentar, meine lieben Freunde, ja, Wikipedia ist ja nicht gerade die zuverlässige Quelle. Ja, meine Liebe, das ist wohl wahr, aber das, was ich euch bisher gezeigt habe, wir lesen hier nicht irgendwelche ellenlangen Texte und Erklärungen durch, sondern ich bringe euch einfach nur diesen gregorianischen Kalender in den Kontext. Und da benutze ich sehr wohl Wikipedia, weil ich benutze genau ihre eigene Waffe. Ne? So, nur das nochmal dazu. Jeweils diese Type, wenn wir das jetzt mal hier in diesen Kontext setzen, Templer 1118 bis 1312, ihr wisst, der Teutonische Orden wurde verfolgt, denn genau zu dieser Zeit von Papst Clemens V. etc. pp. Das heißt, in diesem Mittelalter ist eigentlich letztendlich ein mehr oder weniger großer Umschwung stattgefunden, eine Renaissance, eine Rückabwicklung oder etwas zu zerschlagen, denn das haben sie letztendlich getan. Und wir hatten dann danach folgend, wo dann nämlich
der teutonische Orden sich hier in den oberen Bereich festgesetzt hat und mehr oder weniger mit in seinen Bogen verschanzt hat, haben wir dann ja die sogenannte Pest gehabt, hier im Mittelalter des 14. Jahrhunderts. Seltsam nur, oder? Das ist doch alles zu dieser Zeit passiert, meine lieben Freunde. Man hat die Templer ans Kreuz geschlagen, beziehungsweise ans Kreuz, an einen Pfahl gebunden, hat sie verbrannt, deren Frauen hat man gemartert. Und kurz darauf erzählt man hier in dieser Geschichte, um die Vergangenheit zu erklären, um die Toten, um die Wüstungen zu erklären, ja, gab es ja diese Pest. Ne? Und im 14. Jahrhundert und kurze Zeit später, wir müssen das alles wieder in diesen Kontext setzen, hat man ja denn den 30-jährigen Krieg. Ne? Und in diesem 30-jährigen Krieg, der ja von 1618 bis 1648 stattgefunden haben soll, ist auf einmal Herr Comenius aufgeploppt, der dann nämlich genau zu dieser Zeit eine Schulpflicht eingeführt hat. Denn er hat ja von angeblich von 1592 bis 1670, also kurz nach der Pest, noch kurz nach der Verwüstung, hat man dann ja die Schulpflicht eingeführt. So, und es war er nicht nur alleine, es waren auch seine Hintermänner. Und warum tut man das? Man hat also in dieser Zeit, wir können ja auch schnell nochmal schauen, da sehen wir ja hier, wann der gregorianische Kalender eingeführt wurde, meine lieben Freunde, 1582. Ne? So, und dieser Typ, ja, dieser Comenius zur gleichen Zeit, also ihr seht das, ihr könnt das aufreihen, wir werden das in einem zusammenfassenden Video mal tun. Seht ihr das, geht das durch wie eine Perlenkette, wie man das Atlantische Reich zerstört hat, wie man das Europa zerstört hat, wie man die Stämme entzweit hat, wie man sie entführt hat. Und das ist alles zurückzuführen von dieser babylonischen Hure, die sich einst hier breit gemacht hat. Und nur damit ihr in diesen Kontext mal kommt, warum ich überhaupt nicht in irgendwelche Archive, in irgendwelche Quellen lesen muss. Das Einzige, was mir dort vielleicht, was mich dort interessieren würde, werden vielleicht so einige Bildnisse sein, die sie nicht verschwinden lassen konnten. Warum sind denn diese ganzen Bibliotheken verbrannt? Warum brennen denn heute noch Bibliotheken, meine lieben Freunde? Damit neue entstehen können, damit Wissen, das alte, göttliche, heilige Wissen verschwindet. Und diese Figuren hier, diese Figuren, die sind daran beteiligt gewesen, dieses Wissen zu vernichten. Und dann ist das entstanden, dass Mütter verpflichtet werden, ihre Kinder in die Obhut eines Staates, eines Gottlosen, einer gottlosen Gestalt, einer Figur zu entführen. Und warum, sagte ich euch eingangs dieses Videos, oder warum gab ich euch diese Botschaft mit Rudolf Steiner oder Maria Montessori? Diese beiden Seelen haben versucht, den Steppenbrand etwas zu mildern, zu löschen, haben versucht, andere Wege zu gehen, als die Wege, die man heute in den heutigen sogenannten Bildungssystemen geht. Und diese, meine lieben Freunde, und das und nur darauf beruhen heute alle sämtliche Kriege. Denn man sagt ja den Kindern, sie stammen ja vom Affen ab. Ne? Sie haben ja keine Göttlichkeit, keine heilige Quelle in sich. Das tut man ja damit. Das tun diese Figuren. Ja, wenn man über ihn nachliest, dann ist er ja immer noch ein Pfaffe. Er versuchte das Christentum mit der Schulbildung zu vereinen. Wie kommt er darauf? Mit welchem Recht tut er das? Mit welchem Recht spielt er Gott und sagt, er möge doch die heilige Quelle mit dem Wissen, mit der Aufklärung verbinden? Da seht ihr doch, welcher Mischpoke man doch verfallen ist letztendlich. Denn diese Type hat dafür gesorgt, dass die Kinder heute über mehrere Stunden gequält sitzend dort sitzen müssen. Und dort macht man das nicht aus freien Willen. Fragt doch den Kindern, wenn ihr so demokratisch sein wollt. Beruft doch die Kinder zu einem großen Ting zusammen und fragt sie, ob sie diese Einrichtung noch besuchen wollen oder ob sie doch lieber bei ihren Eltern, bei ihren Blutsverwandten, bei ihrer Blutlinie bleiben wollen, denn die haben einst das Portal geöffnet. Die haben einst dieses Blut erschaffen. Kein anderer, nicht dieser,
kein assyrischer, babylonischer Paragraf oder irgendeine andere Verordnung. Und das habe ich damals auch diesen ganzen Korinther-Jüngern auch immer wieder gesagt. Ich habe Kinder gesehen, wie sie sich die Masken vom Gesicht gerissen haben und die Mütter haben sie immer wieder reingeschoben in diese Einrichtung. Die Maske sind sie, ich habe eine Mutter gesehen, sie ist hinterhergelaufen und hat sie wieder aufgesetzt. Schreckliche Szenen haben sich damals abgespielt. Das Herz hat geblutet, das kann ich euch nur so sagen. Wie man nur so mit seinem eigenen Fleisch und Blut umgehen kann, um irgendwelchen Arbeitsplätzen nachzugehen, um ihre Häuser zu finanzieren. Und da seht ihr diese Matrix, die drumherum gebaut wurde. Warum hat man denn das alles erfunden, diesen ganzen Zins, diese Zinsknechtschaft, diese alles auf Pump zu kaufen und dieses ganze Egomanentum, ich müsse dies und jenes besitzen. Das hat man getan für solche Tage, die wir vor 2-3 Jahren hatten. Damit sie hören, damit sie in Fesseln gelegt sind, damit sie aus Angst ihre Kinder dort, so wie die Mutter hier dargestellt wird in diesem Relief, einem Jünger des Comenius in die Obhut gibt, damit sie nämlich die heiligen Seelen formen können, damit sie ihr gottloses Treiben wie jetzt in der Ukraine weiter verfolgen können. Das ist der Grund, meine lieben Freunde. Und das ist der Ursprung. Und darum gehen wir so weit zurück bis zu den Templern, weil sie hüteten das Wissen. Sie hüteten die heilige Urquelle. Und zu dieser Zeit konnten wir auch sehr wohl, wir haben es doch gesehen in Afrika, diese Kirchen, die dort stehen, diese ganzen Bauten, die dort stehen. Wir waren sehr wohl den Zahlen und der Schrift mächtig. Ohne irgendwelche schulischen Bildungssysteme. Schauen wir doch einfach heute, wie das Bildungsniveau ja angeblich... Was ist denn daraus geworden? Was ist denn aus den Kindern heute geworden? Schaut sie euch doch an. Würdet ihr sie für heilig empfinden? Sie sind noch heilig, ja, aber in ihren Sinnen sind sie schon längst zerstört und verkümmert. Und das ist das, was daraus entstanden ist, meine lieben Freunde. Und hier könnt ihr es sehen, der 30-jährige Krieg zu dieser Zeit. Wie kann das sein, dass in Europa ein Riesenkrieg tobte? Millionen von Menschen starben auf deutschem Boden, steht hier selbst geschrieben. Und zu dieser Zeit soll diese Figur die Schulpflicht eingeführt haben? Einfach so? Ich kann euch sagen, warum er es tat. Weil er zu den Feinden gehört hat. Weil er zu dieser Clique gehört hat, die das hier nämlich eingeführt hat. Und so tut man es doch jetzt auch. Es gibt doch viele Begriffe. Entnazifizieren, russifizieren, das nehmen wir jetzt einfach mal die aktuellen Begriffe. Ich will gar nicht so weit zurück in diese Vergangenheit. Ja, warum will man russifizieren? Was will man damit erreichen? Was tun sie denn jetzt? Sie bomben alle Städte nieder, sie errichten dann wieder neue Schulsysteme, die genau in diese politischen Kaste wieder passen, des Besatzers passen. Und hat man das nicht auch hier bei uns so getan? In unserem heiligen Land, in dem Land der Urwurzel, im Reich der Mitte? Und so seht ihr das. Und so wirkt diese Hydra, diese Schlange, dieses siebenköpfige Reptil, wo einst die Hure Babylons mit geritten kam. Und ihre Jünger, die davor gekniet haben. Nun schaut ihr euch die Jünger an, die davor knien. Ich blende es euch gleich mit ein. Nun wisst ihr, wer sie sind. Und wann haben wir denn den Kalender eingeführt? Na hoch, wir haben ja den Kalender 1582 eingeführt. Genau zu dieser Zeit, wo er gelebt hat. Genau zu dieser Zeit, wo die Pest, kurz nach dieser Pest, genau zu dieser Zeit, kurz danach ist der 30-jährige Krieg entstanden. Und, meine lieben Freunde. Und dann haben wir ja noch diese Zeit des erfundenen Mittelalters, wo man ja hier sogar selbst schreibt, dass das Jahr 614 nachweislich auf das Jahr 614 nachweislich auf das Jahr 911 einzuordnen ist. Und wie man das hier alles einordnen kann in dem, was ich euch jetzt hier gerade zeige, dazu werden wir noch kommen. Aber zunächst müssen wir erstmal verstehen, warum diese ganze Verkettung, warum ich euch diese Verkettung zeige
und mit welchen Ergebnissen wir uns heute hier konfrontiert sehen und warum Dinge wie Corona heißt ja die Krönung, die Krone, ne? Ich nenne es jetzt einfach mal die Krone ihrer Schöpfung, dann vollzogen wurde. Es war ein Testlauf, meine lieben Freunde. Sie wollen schauen, wie weit sie gehen, weil diese alten Säcke dort, man sieht es ja, entschuldigt, dass ich mich da ausdrücke, aber ihr merkt gerade diese Energie. Denn wir alten Templer, wir wissen uns noch zu wehren. Und deshalb eben auch jetzt diese eher scharfe Kommunikation. Aber diese Figuren, sie wissen auch genau, wo sie jetzt hingehen. Und darum passiert und geschieht jetzt auch alles überhastet und auch so schnell, weil sie genau wissen, vor welchem Gericht sie einst stehen werden. Und da wird ihnen kein Adernochrom oder irgendetwas anderes noch helfen. Und das ist das, was ich euch letztens auch damit gezeigt habe, mit diesem Bildnis aus dem 14. Jahrhundert, mit dem kleinen Jungen. Versteht ihr das? Und ihr könnt alles in dieser Zeit einordnen. Wir reden hier von wenigen Generationen Menschen, reden wir, und warum die das so massiv umstrukturiert haben, umgebaut haben. Und jetzt könnt ihr wieder kommen, ja, aber liest doch mal in den Archiven. Nein, ich muss nicht in diesen Archiven lesen, weil das schreibt dieses Archiv oder das, woraus ihr zitiert, schreiben sie doch selbst. Nur, ihr müsst diesen roten Faden erkennen, warum sie das so schreiben. Und diese ganzen Verklärungen drumherum beruhen immer nur auf Theorien. Selbst die Geburtsstadt und wo er geboren sein soll, beruht hier auf einer Theorie, wenn ihr mal genau nachlesen würdet. So, der Herr Comenius, ne? Mit seinem anderen Weltengefüge, die denn daraus aus dem Weltenbaum, aus dem Erdenkreis ein Glaube uns Modell gemacht haben. Denn nicht anders steht er da. Kommt zu mir, glaubt mir. Sie haben das Glaubensmodell verbreitet, nicht das Wissen. Sie haben alles gespiegelt und verdreht, meine lieben Freunde. Und das ist das, was ich euch meine. Und alleine schon, wenn man sich in dieses Bild, in dieses Relief hineinversetzen kann, dann sieht man schon, wie leidvoll. Und ich kann es auch immer nicht verstehen, wie eine Mutter des Berufes wegen, also Berufung ist es ja in der Regel nicht, es sind ja einfach nur Arbeitsplätze, Sklavenplätze, damit sie ihr eigenes Ego befriedigen können. Denn das, was sie getan haben, meine lieben Freundinnen, auch wenn ich jetzt einige Mütter da jetzt treffe und auch einige Väter da treffe, das, was ihr getan habt, habt ihr nur eures Willen getan. Nicht das Willen des Kindes gegen. Ein Kind hätte sich das niemals antun lassen, wenn es den freien Willen gehabt hätte. Aber da ihr selbst nicht in dem freien Willen seid, da ihr euch in irgendwelchen Kasten unterordnet, habt ihr es getan. Und dafür werdet ihr eines Tages auch büßen müssen. Ich sag's euch so, wie es ist. Und ihr seht, ich sag's euch deshalb, mir ist jeder Abonnent, es ist schön, dass ich viele Abonnenten habe, aber ich sage dennoch hier die Wahrheit. Und ich werde hier nichts verschönigen oder beschwichtigen der Abonnentenwillen wegen oder irgendetwas. Für mich ist immer ein Leitsatz, meine lieben Freunde. Und wenn sie zu tausend zu deiner Rechten und zu deiner Linken fallen, so wird sie doch dich nicht treffen. Und das sage ich auch jetzt hier zu meinen Brüdern und Schwestern. Und wenn wir nur noch wenige 300 sind, wir werden dennoch die Wahrheit verkünden. Und das, was sie unseren Kindern angetan haben oder versucht haben anzutun, anderen Kindern, nicht meinen, dafür werden sie eines Tages büßen, weil wir werden die Wahrheit verkünden. Und wir werden euch die Wahrheit zeigen. Und deshalb baute ich auch diese Videoreihe, das Teutonische Reich, Templer auch so auf, damit ihr überhaupt erstmal wisst, wer die Templer waren, warum sie umgebracht wurden, warum deren Frauen getötet wurden, warum das Wissen vernichtet wurde, damit sie diese Figuren hier installieren können, meine lieben Freunde. Damit sie das installieren können, worauf ihr euch heute alle beruft oder viele berufen oder selbst hier in diesen Kommentaren mir versuchen oder versuchen sich darauf zu berufen. Lies doch mal nach. Nein, ich muss gar nichts lesen. Ich sehe das hier.
Denn diese Figuren haben genau ihre Kinder mit gefälschten Tests, was auch ein konkludentes Handeln ist gegenüber des Satans, was nicht mit erhobenen Hauptes war, in diese Einrichtung geschleppt. Versteht ihr das? Und das ist das, was ich damit sagen will, meine lieben Freunde. Und hiermit werde ich das Video jetzt beenden, weil wir werden im nächsten Video noch darauf einsteigen und dann die Überleitung finden. Aber ihr seht, Pest, Cholera, alles in wenigen Jahren geschehen. Und ihr könnt es wie einen roten Faden durchziehen, mit deren Ankunft der Schergen, der babylonischen Hure. Und wir werden im übernächsten oder vielleicht sogar im nächsten Video, ich werde dann vielleicht diese Überleitung finden hier mit dieser Schulgeschichte, dann werde ich nämlich noch näher darauf eingehen, werden wir dann zu Rudolf Steiners Worten kommen, wie er übrigens den Islam einordnet, wie er die Osmanen einordnet. Und dieses Video wurde mir jetzt erst kürzlich zugespielt. Und er hat damals schon nichts anderes gesagt, als ich euch hiermit verkünde, dass dieses männliche politische System, diese Weiblichkeit, diese Verdrängung der weiblichen Quelle, der Urquelle, dieses Materialistische, woher das im Ursprung eigentlich kommt. Denn darauf beruht nämlich auch ihre Schulbildung. Was sagen sie denn unseren Kindern in den Schulen? Ne? Was sagen sie denn? Was willst du denn mal werden in unserem System? Sie geben doch jetzt den Kindern schon Angebote, damit sie sich in diesem System verwurzeln und verwursteln und vernetzen. Das ist das, was ich meine. Und das Ergebnis habt ihr gesehen, vor 2, 3 Jahren. Wie frei ihr wirklich seid. Ihr wart überhaupt nicht frei. Die Masse war nicht frei. Es waren weniger. Ein ganz geringer Prozentsatz. Und mit denen werde ich gerne zusammen, Seite an Seite streiten. Und wenn sie zu 1000, zur Linken und zu unseren Rechten fallen, wird es uns nicht treffen, meine lieben Brüder und Schwestern. Und daraus ist übrigens einst auch dieses Video entstanden. Ich werde euch das noch verlinken oder unten in der Beschreibung mit reingeben. Was ich mit der Simone Voss, eine Lehrerin, steht auf. Schaut mal auf den Telegram-Kanal, da findet ihr sie. Wir haben auch oft schon zusammen musiziert und wir wollten eigentlich auch schon viel mehr jetzt tätigen, aber jeder ist in seiner Schlacht beschäftigt, in seinen Tun und Handeln. Ich will nicht sagen verwickelt, aber darin beschäftigt, um diesen Kampf der Freiheit und zurück zur göttlichen Quelle überhaupt zu führen, um euch da vielleicht den Impuls zu geben, dass ihr auch einst in den Spiegel schauen könnt und nicht sagen müsst, ich glaube, sondern ihr dann irgendwann sagen könnt, jetzt weiß ich, ich sehe mich. Und Vater, Gottes Sohn, die Urquelle und all das erkenne ich jetzt in meinem Herzen, wenn ich in den Spiegel schaue. Und dann, wenn sowas nochmal, wenn sie es noch einmal wagen sollten, sich an unsere Wurzel schaffen zu machen, dass sie euch mit erhobenen Hauptes dem entgegentreten könnt oder wehren könnt. So, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, lasst das Video auf euch wirken. Ich freue mich auf weitere Kommentare. Unterstützt meinen Kanal und ja, dann kommen auch mehr Videos. In diesem Sinne, bleibt rein und heilig. Bis bald. Und sie erschufen die Schule, wie der Teufel es befohlen hatte. Das Kind liebt die Natur, also sperrten sie es in 4 Wände ein.
Es kann nicht stundenlang nur sitzen, ohne sich zu bewegen. Also wurde ihm die Bewegungsfreiheit auf das Minimum reduziert. Es arbeitet gerne mit seinen Händen. Und sie haben angefangen, ihm Informationen und Theorien vorzulegen. Es liebt das aufrichtige Aussprechen. Sie lehrten es, zu schweigen. Es strebt zu verstehen. Sie brachten ihm das Auswendiglernen bei. Es würde gerne selbst erforschen und eigenes Seelenwissen einsetzen. Doch es bekam alles in Fertigform auf Dutzende von grauen Arbeitsblättern. Durch das alles haben die Kinder gelernt, was sie unter anderen Umständen nie gelernt hätten. Sie haben gelernt, nichts zu hinterfragen und sich anzupassen.